Hallo und willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, bin ein bisschen erkältet, ein bisschen mehr als sonst, aber erstmal wieder reingucken, wo wir waren, ne? Ah, tot. Wir können ja mittlerweile mal wieder ein paar Gefangene aufnehmen. Wobei, ich gucke lieber erstmal in die Verteilung, ob ich schon verteilt habe hier in. Ne, nicht da, da. Ja, genau, habe ich nämlich. Wer kommt denn? Tagesplanung. Erstmal gucken, was haben wir denn in der Übergangszelle? Joch, Minimum. Nehmen wir doch lieber hier ein paar mittlere auf. Die sind ja eh schon alle halb tot. Hier. Ach, wir haben ja kein Geld. Stimmt, hatte ich ja schon ganz vergessen. Lassen wir mal vorlaufen. Wir haben schon Geld. Wir kriegen wahrscheinlich wieder ein Plus, wenn wir die Gefangenen aufnehmen. Und, ja. Was haben wir noch? Der ist tot. Können wir den durchsuchen? Ich würde jetzt lachen. Was müssen wir hier? Ja, haben wir denn in der Werkstatt was zum Verkaufen? Ei, nee. What a shit. Nee, shit happens, ne? Razzia. Von den Gefangenenstufe low, Gefahrenstufe low, jetzt kann man ja erst recht eine Razzia reinhauen. Mal sehen, was wir so finden. Was haben wir denn für Subventionen? Grundausbildung und gute Mahlzeiten. Was haben wir denn in der Tagesplanung? 3 gute Mahlzeiten für 2 Tage. 1, 2, 3. Passt. Kriegen wir 15.000 unter Programme. So. Tja. Das ist ja schon fast abgehandelt. Wir haben nur einen Klassenraum, gelle. Ja, das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Oh, gut, haben wir jetzt nur einmal Gift gefunden. Zweimal Gift. Naja, das geht ja noch. Ein Löffel. Die Küche ist, glaube ich, ein bisschen klein. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh, scheiße. Wie gut, dass wir den entdeckt haben. Materialien. Das können wir uns ja nur leisten, den zu füllen. Kommen sie auch schon angetrudelt. So. Könnten wir da den Ausbruch verhindern? Wie sieht es eigentlich um die Wertung aus? Geht eigentlich. Apropos, habe ich es eigentlich schon gezeigt. Es gibt ja ganz neue Features. Das Spiel hat ja mittlerweile Updates erfahren. Zum einen gibt es jetzt die Kapelle, den Anhörungsraum für vorzeitige Entlassungen, Bücherei. Jo, kommen wir hier unter Programme, wenn wir den Raum haben, sogar hier Anhörung für vorzeitige Entlassung starten.
Ja, aber um den Raum zu bauen, brauchen wir erstmal Geld, ne? Oh, ich glaube, hier sind ein paar gestorben. Ich glaube, wir nehmen mal hier und der Gefangene auch mal hier Normalis an. Die lassen wir erstmal hier, die Normal, und die sind ein bisschen hart. Können wir unter Stationierung das Thema wieder. Das geben wir mal für beide frei. Hier war ja immer noch das Problem. Machen die Arbeiter jetzt was? Ist die Frage. Ich schätze mal noch nicht gearbeitet zu haben. Müssen wir mal in die Tagesplanung gucken. Arbeiten ab 11 und ab 4. Ich werde mal, wenn hier diese Subvention abgeschlossen ist, den Arbeitsblock hier dranhängen. Da haben wir zwei Dreierblocks. Das ist besser. Du lagert in Terrasse. Oh toll, hier einlagern. Ach, die Subvention haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Roy Fundamente. Bauen wir hier mal, um es mal zu zeigen. Ne? Wo ist denn unser Gruppenraum und so da? Nehme ich jetzt das Ziegelfundament und hau einfach so ein Stück dran. Weil nicht da, sondern so. Ja, die werden schon richtig verfrachtet. So, was haben wir noch? Personal haben nichts Neues. Ja, der Sicherheitswall, der ist halt teuer. Und, oh. Jetzt muss halt hier der Raum gebaut werden. Ach ja, die Subvention ist ja abgeschlossen. Kann man ja gerade schon eine neue annehmen. Tischlerausbildung, lass mal. Nehmen wir hier kurzfristige Investitionen und muss halt nur warten. So, mal Kredit abbezahlt. Kann man ja auch mal machen. So, und jetzt Tagesplanung. Hier, dann krempeln wir wieder um. Wobei, wir krempeln erstmal das erste um. Freizeit. Essen. So ist besser. Und jetzt tauschen wir hier Essen und Freizeit. Da setzen wir Arbeit ein höher. Machen dann da Freizeit. Essen. Freizeit. Arbeit. Essen. Freizeit. Freizeit. Wir dürfen dann da duschen und
da schlafen. Schön abgestuft. Ach ja, die sind ja noch in der Einweisung. Soldstamm 5. 250 bringt's. Ja, das lohnt sich nicht. Das können wir aber verkaufen. Ja, der lohnt sich schon gleich viel mehr. So. Jetzt könnten sie vielleicht doch das bauen. Hätte ich auch vorher dran denken können. Was waren die denn da für ein Scheißdreck? Ich meine natürlich tolle Sachen. Können wir uns da bestimmt hier so einen Servomotor leisten. Den installieren wir mal da. Braucht dann natürlich auch wieder Saft. Aber wofür sind die Arbeiter denn da? So. Baut mal schön. Das bringt er doch jetzt wohl noch fertig, oder? Manchmal meint man echt, die machen mehr Urlaub als sonst was. Meine Güte. So. Räume. Den Anhörungsraum. Wand. So. Das reicht ja schon. Ach, wir haben nicht mal mehr genug Geld für die Wand. Ach, scheiße. Bis dahin reicht's. Ne, jetzt haben wir gar nichts mehr. Razzia. Materialien. Einrichtung, ein Besuchertisch. Und eine Tür. Stationierung. Ja, Stationierung. Ah. Anhörungsraum. Da bastelt mal schön. Wieso zählt das jetzt zählt's? So, auch Programme. Nicht da. Klemmbrett, Programme. Und dann hier Anhörung zur vorzeitigen Entlassung. Ja, so.
Und jetzt würde ich sagen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Tschüss.